galt vor allem für die deutsche Mannschaft. Marina Kiel fühlte sich um ihren Startplatz im Super-G betrogen, weil sie ihn an eine Läuferin abtreten sollte, die die Olympianorm gar nicht erfüllt hatte. Die Gemüter waren erhitzt und ich musste mich trotzdem drauf konzentrieren und habe das umgewandelt in Wut und wollte einfach Ergebnisse sprechen lassen, die mir dann meinen Einsatz vielleicht ermöglichen. Also ich war einfach froh, dass ich erst einmal die Anspannung von mir hatte. Da fällt ein Zentnersack weg und unten im Ziel und die erste Disziplin war weg und die vielen Ziele, das ganze Leben irgendwie erstmal so. Also mir war das eigentlich egal, aber ich habe natürlich die Eins gesehen und war überrascht und ich habe gemerkt, ich war unheimlich schnell, aber ich konnte es nicht einordnen und habe daran noch nicht geglaubt. Man malt sich das aus, man hat eine Vision, aber dann dazustehen und Sieger zu sein, das muss man auch erstmal verarbeiten. Und da wird dann oft zu viel verlangt. Ja, besonders für jemanden wie ich, der die Stille liebt und der die in der Stille den größten Erfolg eigentlich genießen wollte und mir keine Zeit dazu blieb.